Hallo, herzlich willkommen zu Monster Mummies, dem Videoblog der Kuschel Kinderzeitung und der VRM. Ich bin Monster Mummy Nicole und ich habe 2 Jungs im Alter von 7 und 10 Jahren. Ja, wir haben mal wieder gebastelt und zwar einen echten Bastelklassiker, nämlich Kastanienmenschen. Dafür ist jetzt genau die richtige Zeit und wer die Augen aufhält, findet sicher irgendwo in der Nähe einen Kastanienbaum, unter dem man Kastanien sammeln kann. Denn im Prinzip ist es schon das Sammeln, das großen Spaß macht und später natürlich dann auch das Basteln. Vorsicht ein bisschen beim Herausholen. Die stacheligen Kugeln können noch ganz schön pieksen, aber da kommen die Kinder eigentlich gut mit zurecht, müssen einfach ein bisschen aufpassen. Zum Basteln selbst braucht ihr vor allem jede Menge Zahnstocher, dann ein paar Nägel, ein kleines Hämmerchen, vielleicht noch eine Laubsäge und wer möchte Kleber, sodass am Ende die Figuren auch schön zusammenhalten. Ich lege immer noch ein alt ausgedientes Holzbrett drunter. Bei solchen Bastelarbeiten, bei denen auch mal gehämmert oder gesägt wird, da geht der Tisch einfach nicht kaputt bei. Und das kann man dann auch später immer mal wieder für irgendwas zum Basteln gebrauchen. Wer ein Männchen basteln möchte, der braucht Füße und dafür wird einfach eine Kastanie auseinandergesägt. Obendrauf kommen die Zahnstocher, dann ein Bauch, Zahnstocher, Kopf, Arme und das war's eigentlich schon. Am Ende sind beim Kastanienmenschenbasteln natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann Tiere basteln, Figuren, Menschen, Autos, was auch immer man möchte. Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, mal wieder einen echten Bastelklassiker mit euren Kindern zu machen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, macht's gut und bis bald. Tschüss!